Wenn bei deinem gewünschten Bachelorstudiengang diese Bewerbungsart verlangt wird, gehst du folgendermaßen vor. Folge dem Link Bewerbung Einschreibung. Hier wirst du zu unserem Bewerbungsportal geführt. Alternativ erreichst du das Bewerbungsportal über dickstu.hhu.de. Starte über den Button für BewerberInnen. Solltest du zum ersten Mal auf dem Portal sein, musst du dich zunächst registrieren. Wenn du das bereits gemacht hast, loggst du dich hier oben ein. In welchem Semester möchtest du mit dem Studium beginnen? Wähle deinen gewünschten Studiengang aus und dann das Fachsemester, auf das du dich bewerben möchtest. Gibt es bei dir etwas Besonderes zu berücksichtigen? Bist du zum Beispiel Spitzensportlerin oder ein Härtefall? Wenn nein, klicke einfach auf Weiter. Hier wirst du nach deinem Abitur gefragt, unter anderem, wo du es erworben hast. Konntest du krankheitsbedingt dein Abitur erst später machen und kannst darüber ein Schulgutachten vorlegen? Das wirkt sich positiv auf deine Wartezeit aus. Mit einem Schulgutachten kannst du auch deine Zeugnisnote verbessern. Und hier kannst du dafür einen Antrag stellen. Warst du dieses oder letztes Semester bereits an der HHU eingeschrieben? Hast du ein freiwilliges soziales Jahr oder etwas Ähnliches absolviert? Als nächstes wird deine Bewerber-ID, kurz BIT, und deine Bewerber-Authentifizierungsnummer, BAN, verlangt. Beide erhältst du, indem du dich auf dem Portal hochschulstart.de registrierst. Wie du das machst, zeigen wir dir im Video Registrierung auf hochschulstart.de. Solltest du dich schon auf hochschulstart.de registriert haben, findest du dort deine BIT und BAN an folgender Stelle. Diese kopierst du hier in Dickstu und klickst auf Antrag abgeben. Dein Antrag sollte jetzt eingegangen sein. Denk daran, deine Bewerbung noch auf hochschulstart.de zu priorisieren. Wie das geht, erklären wir dir im Video Priorisierung von Studienwünschen auf hochschulstart.de. Nach einigen Wochen, wenn ein Studienangebot für dich vorliegt, erhältst du eine E-Mail. Wenn du dich für dieses Studium endgültig entscheiden möchtest, musst du auf hochschulstart.de dieses Angebot annehmen. Danach erhältst du zeitnah einen Zulassungsbescheid sowie einen Link zur Einschreibung an der HHU. Wie die abläuft, erklären wir dir im Video zur Einschreibung. Wenn du wissen willst, nach welchen Kriterien die Studienplätze bei diesen Studiengängen vergeben werden, klicke auf das Video Studienplatzvergabe Orts-NC.